Moin, Christina. Moin. Gestern waren wir beim Kiezclub vor Ort beim Training, haben interessante Töne von unserem Kollegen Freddy gehört. Da hat man schon gemerkt, die Derby-Niederlage hat die Stimmung schon etwas gedrückt im Team. Du warst heute wieder vor Ort. Wie hat sich das denn entwickelt mit der Stimmung? Ich muss sagen, die Stimmung wirkte heute deutlich besser als gestern. Sie haben so verschiedene Einheiten gemacht, die auch so die Gruppendynamik stärken sollen. Sie haben zum Beispiel Ticken oder Fangen gespielt, was man ja vielleicht noch aus der Grundschule kennt, so das Wir-Gefühl stärken. Es scheint, als hätten sie die Niederlage abgehakt und fokussieren sich jetzt voll auf den Aufstieg, auf das kommende Wochenende. Waren denn auch wieder Fans beim Training? Ja, gestern waren ja einige da, wo wir vor Ort waren, aber heute waren tatsächlich noch mal mehr Fans da, auch einige Kinder. Sie haben sich das Training angeschaut, danach sich Autogramme geholt, sind halt begehrt. Jetzt, wenn es vielleicht mit dem Aufstieg klappt, will jeder Unterschriften der Stars haben. Ja, scheint auch, als hätten die Fans mit der Dörbel-Niederlage ihren Frieden geschlossen. Ausverkauftes Volksparkstadion. Der Hamburger SV empfängt den FC St. Pauli. Es ist Stadtderby-Zeit. Zum 111. Mal starten sich am vergangenen Wochenende die beiden Hamburger Kultvereine gegenüber. Es ist ein Duell mit Tradition. Für St. Paulis Offensivmann Johannes Eggestein war es das erste Stadtderby im Volksparkstadion, in dem er zum Einsatz kam. Ja, man merkt das irgendwie auch schon so, wenn man morgens aus der Wohnung bei sich rausgeht und auf den Straßen dann, wenn man entweder mit dem Auto durchfährt oder auch schon durch die Straßen geht, dass man ständig irgendwie so ein paar HSV- oder St. Pauli-Fans sieht, man hier und da vielleicht auch nochmal erkannt wird. Also, dass dann einfach deutlich mehr los ist auf der Straße und alle auch so ein bisschen gespannt auf dieses Spiel sind. Und vor dem Spiel konkret ist es dann so, dass man einfach natürlich merkt, dass das ist ein sehr wichtiges Spiel für die Fans, für uns, auch als Verein ist. Und die Stimmung im Stadion ist natürlich auch sensationell. Also ich meine, wie viel sind das? 60.000 oder sowas, ne? Das macht dann schon einiges her und beide Fans machen dann immer ordentlich schön Alarm. Und für diese Spiele spielt man dann letztendlich auch und arbeitet da natürlich auch drauf hin. Umso trauriger eigentlich, dass wir verloren haben leider, ja. Während es im Hinspiel im eigenen Stadion noch ein 2:2 Unentschieden gab, verlor der Kiezclub das Rückspiel mit 0:1. In den vergangenen Tagen ging es darum, die Niederlage zu verarbeiten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Doch wie lange hatten die Spieler noch an der Niederlage zu knappern? Ja, das Wochenende lang, würde ich sagen. Samstag, Sonntag. Dafür haben wir uns ja auch die Zeit genommen, das zu verarbeiten. Wir waren natürlich schon enttäuscht von unserer eigenen Leistung auch ein Stück weit, dass wir gerade offensiv das nicht durchgebracht haben, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, defensiv war es ordentlich. Und dementsprechend haben wir das, glaube ich, dann aber übers Wochenende auch an Acker gelegt. Versuchen jetzt in dieser Woche auf Osnabrück zuzuarbeiten. Am Sonntag steht das nächste Spiel an. Dann empfängt der FC St. Pauli den tabellenletzten VfL Osnabrück im eigenen Stadion. Das Hinspiel endete mit einem 1:1 Unentschieden. Durch einen Sieg am Sonntag könnten die Hamburger den Aufstieg perfekt machen. Doch durch eine Niederlage von Düsseldorf am Samstag könnten sie schon auf der heimischen Couch aufsteigen. Doch was wäre dem Stürmer lieber? Ja, emotional gesehen ist es natürlich so, dass ich selber am Sonntag entscheiden möchte. Aber ich werde jetzt sicher nicht sagen, dass ich das andere nicht nehmen würde. Also das ist ja völliger Quatsch. Deswegen natürlich würde ich es auch nehmen, wenn Kiel gewinnt und wir dann somit am Samstag schon aufgestiegen sind und wir dann am Sonntag auch die Chance haben, mit einem Sieg diesen Aufstieg zu feiern. Das ist ja auch dann immer noch möglich. Und gegebenenfalls auch Platz 1 noch zu erobern. Darum wird es ja dann auch noch gehen, das habe ich auch gesagt. Deshalb wäre beides ja auch noch irgendwie möglich. Also ich nehm das so, wie es kommt. Fest steht, dem Kiezclub steht ein wichtiges Wochenende bevor. Jetzt heißt es für die Mannschaft rund um Eggestein, die Derby-Niederlage abzuhaken, den Kopf frei zu bekommen und dann am Wochenende die Saison mit dem Aufstieg zu krönen. Ja, ein bisschen wollen wir uns natürlich noch unterhalten über den Kiezclub. Wie wichtig ist denn Eggestein für die Mannschaft? Schon wichtig. Er hat auch schon einige wichtige Treffer erzielt, auch wenn er in den letzten zwei Spielen nicht treffen konnte. Aber zum Beispiel im Spiel gegen Hannover, das haben sie ja mit 2:1 gewonnen, da hat er in der 65. Minute den entscheidenden Treffer erzielt. Also er ist wichtig fürs Team und hat auch einen großen Anteil daran, dass der Kiezclub jetzt so gut dasteht und jetzt am Wochenende aufsteigen kann. Und außerdem studiert er Psychologie, wir hatten es schon mal angesprochen, und kann auch so ein bisschen die Köpfe jetzt nach der Derby-Niederlage wieder gerade rücken, ist da Ansprechpartner und kann da auf jeden Fall weiterhelfen. Sehr gut. Du hast schon gesagt, in den letzten Spielen, in den letzten zwei hat er jetzt keine Tore geschossen. Wie hast du denn ihn im Derby irgendwie wahrgenommen? Ja, er hatte zum Beispiel eine große Chance in der 41. Minute, da kam er frei zum Kopfball, hat links am Tor vorbeigeköpft. Manche Aktion war da ein bisschen unglücklich. Insgesamt hat er 11 Pässe gespielt und hatte eine Passquote von 91%, was ich sehr gut finde.
da, wenn man das vergleicht mit Glatzel, der hatte da nicht so einen guten Wert. Aber er hat halt nicht das Tor getroffen, konnte nicht den Ausgleich erzielen. Aber kann sein, dass jetzt am Wochenende gegen Osnabrück da wieder anschließt an seine Leistungen aus den vergangenen Spielen, wo er wichtige Tore für den Kiezclub erzielt hat. Du sagst ja schon, es geht gegen Osnabrück. Wie steht der Verein aktuell da? Sie stehen auf Platz 18, 25 Punkte, also sind Tabellenletzter, aber sie haben auch ein Spiel weniger. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sie heute Abend im Millantor-Stadion spielen. Da geht es gegen Schalke, weil ihr eigenes Stadion ja marode ist. Das Dach ist nicht mehr so, dass da gespielt werden kann. Deswegen geht es ja heute im Millantor-Stadion. Sie können sich halt schon mal an dieses Stadion gewöhnen, wo sie dann am Sonntag vor Tausenden von Zuschauern spielen werden. Heute findet es ja ohne Zuschauer statt. Genau, das letzte Spiel war ein 1:1 gegen Magdeburg, da gab es ein Unentschieden. Der letzte Sieg ist schon etwas her, es war Anfang April, da gab es ein 2:0 gegen Fürth, deswegen stehen sie halt auch weiter unten drin. Aber trotzdem, im Hinspiel gab es ein Unentschieden, haben wir auch eben gehört, also es wird auf jeden Fall trotzdem ein spannendes Spiel werden am Sonntag. Und es wird vor allem ein wichtiges Spiel für den FC St. Pauli, denn man möchte ja den Aufstieg perfekt machen, insbesondere vor heimischer Mannschaft eben oder vor heimischer Kulisse. Was denkst du denn, wie geht das Ganze aus? Wie schätzt du die Chancen ein? Ja, es gibt ja aus Sicht von St. Pauli zwei wichtige Spiele am Wochenende. Erst das eine Spiel Samstagabend 20.30 Uhr Kiel gegen Düsseldorf. Da werden ja erstmal alle Augen drauf gerichtet sein, nicht nur von den HSV-Fans, sondern auch von den St. Pauli-Fans. Da glaube ich, dass Kiel das Spiel machen wird. Das Hinspiel ging auch mit 1:0 an Kiel und dann wäre ja Pauli schon aufgestiegen. Aber ich glaube, dass sie dann trotzdem auch zu Hause im eigenen Stadion gewinnen werden. Ich würde mich freuen, wenn es mal wieder mehr Tore geben wird. Aber ja, ich glaube, Pauli wird das machen gegen Osnabrück. Aber wir werden es sehen und wir werden auf jeden Fall wie immer darüber berichten. So ist das. Vielen Dank, Christina, für die sportlichen Einblicke.